Moin und herzlich willkommen zu Federstiel und Tintenklecks. Ich bin Sebastian. Janne ist immer noch in der Prüfung. Ich kann euch aber schon sagen, die schriftliche Prüfung ist geschafft. Jetzt sind nur noch mündliche Prüfung und da muss ich noch ein bisschen für lernen. Also wir müssen noch ein bisschen auf sie verzichten. Ich soll euch aber was sagen. Ganz viel Spaß schon mal vorab zu diesem Video. Worum geht's heute? Ich habe im Schönschreibclub, wo ich aktiv bin, mitgemacht bei einem Kettenpaket. Das heißt, es werden Papiere und Tinten an die Mitglieder verschickt. Ich bin der Erste gewesen, der das Paket bekommen hat von Jörg Strolch, dem Inhaber von Mia Skrebo, der hat das initiiert. Und leider ist bei der Versandtour bei DHL ein Missgeschick passiert. Das Paket hat 14 Tage gebraucht und leider sind da zwei Gläser in dem Paket kaputt gegangen. So sieht das auch aus in dem Karton und die Boxen, wo das Papier drin ist. Ich habe euch trotzdem zwei Tinten rausgesucht, die für euch interessant sind oder sein könnten. Dazu habe ich auch noch zwei Papiere rausgesucht, die ihr nicht so oft auf Social Media seht. Zwei Firmen, die eher selten zu finden sind, weil sie sich ein bisschen zurückhalten mit Social Media. Warum auch immer das so ist, ich kann euch trotzdem das Papier heute mal zeigen. Und ja, seid gespannt. Wir sehen uns am Tisch. So, ich habe euch ja im Intro erzählt, dass wir vom Schönschreibclub ein Kettenpaket gemacht haben mit verschiedenen Tinten und Papieren, die zusammengestellt wurden. Leider ist ja bei dem ganzen Transport so ein bisschen was kaputt gegangen. Ne? Es ist alles, ja, zwei Gläser sind defekt, die anderen oder die Tinte ist ausgelaufen. Ich habe hier die von Atramentis, die Artist-Tinten, da sind auch überall Abplatz da drauf und klebt ganz doll und überall sind Glassplitter dran. Ist nicht schön. Auch der Karton, wo das Papier drin ist, ist etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Also sehr lecker. Also gut verpacken, wenn ihr Tinte verschickt. Da kann sonst einiges in die Binsen gehen. Nichtsdestotrotz will ich euch hier zwei Tinten mal zeigen, die in dem Paket mit drin waren. Und ich habe auch noch mal zwei Papiere rausgesucht, die für euch, ich denke, interessant sein werden, weil die auch noch nicht so häufig gezeigt wurden. Und zum einen sind das die Tinten, einmal hier Pelikan Edelstein und einmal Graf von Faber-Castell. Da steht zum Glück hier noch nicht drauf. Ach doch, da steht es drauf. Ihr habt schon gesehen, was drin ist. Hier ist Moonstone drin, Edelstein Moonstone. Und bei der Graf von Faber-Castell Tinte haben wir hier oben, da ist es zu sehen, so, Cobalt Blue. Die wollte ich euch zeigen. Und dann habe ich noch ein A5-Block von Rössler. Rösslerpapier in Weiß. Das interessiert mich. Das scheint so ein bisschen mit Maserung zu sein. Und was viele von euch ja gerne mögen, oder einige zumindest, viele ist immer so, ja, das Leuchtturm-Notizbuchpapier in der 120 Gramm Version. Da schwören ja einige drauf. Ich bin mal gespannt. Hier steht auch noch was drauf, 120 Gramm. Wo ist es? Ich fange euch das mal ein. Geringe Transparenz und eine Paginierung ist mit drin. Auch A5. Was haben wir hier noch? 203 Seiten, säurefrei, zwei Lesezeichen, Inhaltsverzeichnis und eine Falttasche. Okay, ich bin gespannt. Ich kenne diese 120 Gramm Version noch nicht. Ich habe die 80 Gramm Leuchtturm Version. Die habe ich. Und dann wollen wir hier mal gucken. Noch ein bisschen Kleinkram bei. Zettel. Danke für den Kauf. Voilà. Okay. Ich gehe jetzt nicht weiter aufs Notizbuch ein. Ich will ja, wie gesagt, nur das Papier für euch testen oder mit euch testen. Genauso das Papier von Rössler hier.
Das ist auch noch zu. Ist alles neu. Ich bin quasi der Erste, der das Paket kriegen sollte. Und dann ist eben gleich so ein Missgeschick passiert. Das Paket muss ich dann jetzt wieder zurückschicken, damit das wieder frisch gemacht werden kann. Neu befüllt werden kann. Oh, das kriegt gar nicht auf. Oh. Das ist gut verpackt. Jetzt. Oh. So. Ja, das ist so ein Block, so ein Umschlag. Da steht schwarz dann A5 drauf. Okay. Könnt ihr das sehen? Im Licht vielleicht? So die Maserung vom Papier? Das ist schwierig. Schwierig. Hat auf jeden Fall so eine leichte Wellenoberfläche. Auf der Rückseite ist es glatt. Auf der Vorderseite so eine leichte Welle. Mal gucken, wie sie das schreibt. Ich fange am besten mit dem Rösslerpapier an. So. Komm her hier. Ist alles noch neu und störrisch. Papier will noch nicht so wie ich. So. Und dann fangen wir mal mit der Pelikan-Tinte an. Die ist ja so schön verpackt hier mit den Schulterpolstern. Das schöne Glas hier. Moonstone. Edelstein von Pelikan. Hatten wir auch schon mal in die Moonstone jetzt nicht, aber schon mal diese Tinten. Das schüttel ich für euch nochmal. So. Ich habe hier meine Glasfeder. Wollen wir mal schauen. Ich zoome euch mal mit rein. So. Ziemlich rau. Vielleicht könnt ihr das über das Mikrofon noch hören. Sehr rau. So, ich muss da nochmal nachdippen. Und das ist Moonstone. Wirklich sehr, sehr rau die Oberfläche. Aber bis jetzt noch kein Ausfransen oder so. So. Der Faden ist jetzt hier vom Q-Tip. So. Das war Nummer 1. Das war Pelikan Moonstone. Mal wieder zumachen. Muss ja alles alleine machen. Jana hat sich ja hier aus der Affäre gezogen. So, dann kommt das erstmal wieder in die Packung. Und jetzt kommt die Graf von Faber-Castell Tinte. Das Glas finde ich auch sehr schön. Oh, jetzt ist noch der Sohn drin. Moment. Jetzt könnt ihr es besser sehen. Ein schönes Glas, hat oben auch den Schriftzug und das Wappen. Und ist dann hier, ja, wie so eine Säule. Mit dem Schriftzug vorne drauf. Graf und Faber-Castell Cobalt Blue. Ich bin gespannt, wie das Blau aussieht. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus. So, mal dippen. Oh ja. Die gefällt mir schon. Ich nehme euch wieder mit rein. Zack. Und das ist
Graf von Faber-Castell. Kobalt Blue. Schönes, dunkles Blau. Gefällt mir. So, Feder ins Wasserglas. Und dann wollen wir mal gucken, wie das mit dem Orpoblau aussieht. Gut aus, würde ich sagen. So, ich lasse das mal kurz trocknen. Wasche mal die Last wieder ab und dann gucken wir uns das Ganze mal auf dem Leuchtturmpapier an. Wir sehen uns gleich wieder. Leuchtturm, 120 Gramm. Noch ganz jungfräulich. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das von innen aussieht. Okay. Dann ist das hier fast egal, wo ich anfange zu schreiben. Gut. Dann fangen wir doch mal direkt hier an. So. Jetzt habe ich natürlich das Pelikanglas schon wieder zugemacht gehabt. Die Pelikan-Tinte bleibt nicht so schön an der Glasfeder hängen wie die von Faber-Castell. Sehe ich jetzt gerade. Ist auf jeden Fall glatter das Papier. Schreibt sich wirklich gut. So. Popeln. Schöne scharfe Kanten, muss ich sagen. Das gefällt mir gut. Schaut mal, wo ist es? Wo bin ich? Da. Mensch, falsche Seite gezeigt. Schaut mal. Schön scharf abgegrenzt hier vorne die Tinte. Das ist jetzt nicht mit Feder geschrieben, das wäre der Q-Tip gewesen hier vorne, aber das gefällt mir. Auch die Schrift sieht gut aus. So, also eine leichte Schattierung kommt auch raus hier vorne beim Moonstone, sehe ich schon. Aber wir gucken gleich mal. Wir machen gleich mal den Vergleich. Das kann dann schon wieder zu. Jetzt endgültig. Und dann fangen wir mit der Graf und Faber-Castell Tinte weiter anzuschreiben. So, Feder ist auch wieder sauber. Ich euch damit. Dann schaut mal, wie viel Tinte hier an der Glasfeder hängen bleibt von der Faber-Castell-Tinte. Das ist ein Unterschied.
Kobalt Blue war das. Ja, das hat eine schöne Kobaltfarbe. Erinnert mich aber auch mehr durch das Licht so ein bisschen an so einen schönen leuchtenden Saphir. Schönes Blau, gefällt mir. Die Glasfeder macht hier ein bisschen Abrieb auf dem Papier. Ah, hier sieht es auch, guck mal. Schaut mal. Da, ein bisschen Abrieb auf dem Papier. Aber es kann durchaus sein, dass das an der Glasfeder liegt, dass die da an der Position gerade nicht ganz glatt war. Deshalb gebe ich dem Papier jetzt keine Schuld. Aber ihr seht schon, wie schön das Blau hier rauskommt, ne? Das war auf dem anderen Papier nicht so, finde ich. Aber wir schauen, wir schauen, wir schauen. So. In der Zwischenzeit kann ich euch schon mal das Getrocknete zeigen hier von dem Rösslerpapier. Und wenn das andere getrocknet ist, machen wir den Vergleich. Wir haben jetzt hier nicht so viel Shading auf dem Papier von der Moonstone. Dann habe ich auch den Abriss, wo ich aufgehört habe mit dem Swatch. Der sehe ich schon auf dem anderen Papier von Leuchtturm schon eine etwas andere Farbe. Und hier kommt das Graf von Faber-Castell Kobaltblau eher wie so ein Violett rüber. Interessant. Genauso wie es in der Kamera aussieht, sieht es auch tatsächlich aus. Da gibt es jetzt keine Toleranz. Das ist wirklich 1:1. So. Jetzt haben wir hier natürlich ein liniertes Papier. Da kommt ein bisschen die Lineatur hier durch. Aber wenn wir hier mal uns jetzt angucken im Vergleich, ihr seht auch schon, das Papier ist nicht ganz rein weiß von Leuchtturm. Wenn ich das Rösslerpapier daneben halte, habt ihr immer noch eine Farbvarianz ins Weiße. Aber die Schattierung der Tinte kommt viel besser raus. Vorne, wo ich ein bisschen mehr Tintenauftrag habe, ist das viel dunkler und viel, ja, schattiger, viel mehr Varianz in der Farbe. Genauso wie am Abrisspunkt vorne, seht ihr, was ich meine, hier oben der Punkt dort ist dunkler als der auf dem Rösslerpapier. So, jetzt ist es hier auch fast durchgetrocknet. Ich kriege es jetzt am besten hin. Ich mache mal ein, ich reiße das Blatt einfach mal ab hier. So. Und dann kann ich euch das zeigen. So, jetzt das Blau, Kobalt Blue von Graf Faber-Castell, oben hier auf Leuchtturm 120 Gramm, da sieht es wirklich blau aus. Seht ihr den Unterschied? Hier ist blau, hier ist lila Touch. Und auch hier ist die Schattierung der Tinte viel besser dargestellt als auf dem Rösslerpapier. Das Rösslerpapier ist hier aber auch nicht schlecht. Aber ich habe hier schön am Rand, habe ich schön die schwarzen, ja, was ist das? Dunkellila, dunkelblau, schwarze Ränder. Kriegt ihr das irgendwie zu sehen hier? Schwierig. Schwierig. Auf jeden Fall ist der Rand hier oben. Ich hoffe, ich kriege es ins Bild gefangen. Mit einer schwarzen, ja, dürfte eine schwarze Abrisskante sein oder eine sehr stark dunkelblaue Abrisskante, die hier auf dem Rösslerpapier nicht so stark rüberkommt wie auf dem Leuchtturmpapier. Und jetzt seid ihr bestimmt gespannt, wie die Rückseiten aussehen. Da bin ich auch gespannt. Das hier ist das Rössler
Und da gucke ich nochmal, das war mit Grammangabe oder ohne? War ohne Grammangabe. Also der Rösslerpapier hat den ERN-Code, also wer da möchte, kann da nochmal nachschlagen oder sich das bestellen. Da steht leider keine Angabe drauf, was das für ein Papier ist. Nur das, was hier auf der Folie drauf steht. Man könnte sogar die Rückseite noch beschreiben. Man könnte die Rückseite beschreiben. Nur hier, wo ich stark Tintenauftrag habe, da ist ein bisschen wellig, aber kein Durchschlag, nichts. So, wie sieht jetzt das Papier von Leuchtturm aus? Das ist auch komplett durchgetrocknet. Hier hatte ich ja auf der einen Seite hatte ich hier ja Abrieb, merke ich auch noch. Da fehlt ein bisschen was von der Oberfläche. So. Oh ja. Das ist die Rückseite. Oh, guck. Mit Fadenbindung sehe ich gerade hier. Sehr schön. Ja, oben bei der Pelikan-Tinte gar nichts. Da kann ich auch die Rückseite beschreiben, da passiert nichts. Auch die Graf und Faber-Castell-Tinte. Hier, wo ich ein bisschen von der Oberfläche weggekratzt habe, da merkt man nur mit dem Finger ein bisschen was. Aber man kann die Rückseite beschreiben. Jetzt kann ich auch verstehen, warum ihr das Papier von Leuchtturm 120 Gramm so mögt. Diesen Effekt hatte ich bei meinem 80 Gramm Leuchtturm-Notebook nicht. Aber das hier gefällt mir gut. Und hier war ja auch nochmal hinten die Tasche, glaube ich. Ja. Ist aber ziemlich schwer. Ziemlich dick, ziemlich schwer. Aber das wollte ich euch ja gar nicht zeigen. Ich wollte euch ja die Tinte zeigen und das Papier dazu hat super performt. Also mir gefällt das Leuchtturm sehr gut, aber auch das Rösslerpapier hat sich sehr gut geschlagen. Gefällt mir. Das war wirklich eine Überraschung. Und Rösslerpapier habe ich jetzt noch nie so oft gesehen in den Tests. Deswegen wollte ich euch das auch unbedingt zeigen. Leuchtturm 120 Gramm ist auch immer schwierig. Deswegen auch hier nochmal kurz. Wie gesagt, ich konnte euch nicht alles zeigen. Einige Tinten sind kaputt gegangen beim Transport und ja, tut mir leid, dass ich euch nicht alles zeigen konnte, aber ich wollte euch wenigstens ein bisschen was von diesem Kettenpaket zeigen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, es hat euch gefallen. Wir sehen uns am nächsten Montag wieder. Drückt uns, wir drücken euch, wir drücken uns jetzt auch, also ich gehe Janne jetzt mal schnell drücken. Wir sehen uns am nächsten Montag. Bis dahin, tschüss.